Hi Martin, 12.3. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen den S&P, DAX und Nasdaq mal aus charttechnischer Sicht und auch aus COT-Sicht beleuchten. Wir fangen mal mit dem Monthly an. Und da haben wir immer noch einen Abwärtstrend, der seit hier bestätigt ist vom ADX. Ja. Auch der MACD hier war schon in diesem Bereich leicht bärisch. Der RSI schafft es nicht über die 60. Das heißt, genau da haben wir diese 22 Widerstandszone definiert. Hier haben wir die 100-Tages-Linie, habe ich jetzt einfach mal reingemacht. Das finde ich auch immer sehr interessant, weil so langfristig trotzdem mal zu sehen, wo wir sind. Und wir sehen, dass der Markt immer wieder gerne natürlich um diese Linie pendelt, sprich nicht so gerne weit weg von dieser Linie ist. Das ist halt die Preis-Action. Und wie ihr seht, sind wir jetzt auch wieder wie hier eigentlich schon noch weit entfernt. Sprich, ist das jetzt, sage ich mal, die Korrektur, die wir hatten in Anführungszeichen, genug, um jetzt einen weiteren Bullenmarkt hier anzuzetteln? Fragezeichen, ja. Oder kommt jetzt eine Seitwärtsbewegung und die Linie kommt dann immer ein bisschen höher über die nächsten Monate? Sprich, wir haben ja auch ein neues fundamentales Szenario. Es wurde ja noch nie so viel Geld gedruckt. Ja, der Draghi hat uns jetzt vorgestern am Donnerstag bestätigt, dass Geld keinen Wert mehr hat. Da soll man sich auch mal Gedanken machen. Ja. Mich wundert es, dass die Bevölkerungen Europas noch so stillstehen. Wir wissen gar nicht, was da eigentlich jetzt wirklich passiert. Ist schon sehr beängstigend, muss ich sagen, langsam. Weil die Problematik wird dann in den nächsten Jahren zeitverzögert extremer kommen. Ja, und den Banken nützt das billige Geld nichts, wenn sie dann so ein Reglement haben, ja, so strenge Auflagen. Ja, wem sollen die jetzt noch Geld geben? Ja, die es brauchen, fallen durchs Raster. Die eigentlich die Wirtschaft, die kleinen mittelständischen, die natürlich die Arbeitsplätze schaffen. Und der Otto Normalverbraucher, da kriegt man ja sowieso schon alles nachgeschmissen. Also die Frage ist, was nützt jetzt die Finanzspritze? Bis auf die Tatsache, dass jetzt mittlerweile der Wert des Geldes immer weniger wird und Inflation, Fragezeichen, ob der Inflationskorb immer noch interessant ist, ob der ist immer noch genauso gültig wie vor 20 Jahren ist. Sprich, Immobilienpreise, Miete sind natürlich drastisch gestiegen und trotzdem komischerweise findet keine Inflation statt. Naja, gut, eine verrückte Welt. Und deswegen wissen wir aber nicht, wir Trader, fundamental, was für Auswirkungen hat es schon wieder. Das heißt, vielleicht haben wir eine kleine Hosse bis 2022, ja, oder noch höher. Stehen wir nicht drin. Wir wissen nur, dass charttechnisch wir nur dreimal in unserem Leben. Ja, in unserem Trader-Leben, weil vorher glaube ich kaum, dass einer hier großartig getradet hat oder haben konnte. Wir haben hier, wie gesagt, diese Internet-Bubble, wir haben hier diese Immobilien-Bubble und hier haben wir die Druckmaschinen-Bubble. Mehr Bubbles haben wir nicht. Und wir wissen, dass es meistens die 100er-Linie immer angegriffen oder, sagen wir mal, rumgetänzelt worden ist. Ja. Sprich, die Wahrscheinlichkeit ist auch, entweder kriegen wir eine Seitwärtszone oder wir haben eine leichte Korrektur in diese Richtung. So einfach ist es im Monthly. Und im ADX und im Weekly sehen wir eigentlich auch schon ganz klar. Schau mal, hier ist immer noch ein Abwärtstrend, eigentlich schon offiziell seit hier. Immer noch intakt, nimmt ein bisschen also von der ADX, von der Struktur ein bisschen, nimmt der Fahrt ab. Ja, also ein bisschen schwächer. Hier der MACD hat leicht bullisch gekreuzt. Ja, aber der RSI ist noch nicht im 60er Bereich. Es ist noch kein Aufwärtstrend im Weekly, ja, und im Daily. Ist er schon leicht, also da könnte ein Aufwärtstrend vonstatten gehen, aber Vorsicht, großes, vorsichtiges Fragezeichen, so, wenn einer meine Videos verfolgt. Der ADX, der Trend selbst ist unter 20, ja, das heißt, dieses Crossing ist nicht, ist kein starkes Crossing. Der RSI ist schon deutlich im überkauften Bereich und was haben wir oft gesehen? Schwacher Trend, überkaufte Bereich. Technisch eine Korrektur. Ja, es ist technisch eine Korrektur. Hier ADX unter 20, RSI bei 60, sprich, hier ist eigentlich noch deutlicher
müsste eigentlich noch eine deutlichere Korrektur kommen als hier, weil hier sogar, wo war das hier? Haben wir auch, der versucht in die 60er-Zone rein, Korrektur. Hier hat er versucht, schwacher Trend in die Zone, Korrektur. Ja? Schwacher Trend, ihr guckt immer den ADX selbst, schwacher Trend, ja? Und guckt, wo der RSI ist. Wenn der Trend immer schwächer ist und der RSI ist im überkauften Bereich, ist es ein schlechtes Zeichen. Das heißt meistens technisch eine Korrektur. Hier steht eine Korrektur an. Wir sehen auch hier gerade diese Bärenlinie, haben wir definiert. Wir haben ja vor 3 Tagen ein Video gemacht, ganz klar. Wir haben diese 22, die greift er an, ob ihr wollt oder nicht. Ja. Und jetzt schauen wir uns mal den COT an. Ich nehme jetzt mal diesen Disaggregated, nein, nicht Disaggregated, den Futures S&P und das sieht folgendermaßen aus. Also hier rührt sich niemand. Ist eigentlich unglaublich, dass dieser Preisanstieg hier, seit hier eigentlich, keine richtige Partei sozusagen, Klammer auf, schuldig ist. Also wir sehen hier zum Beispiel, ne, sind die Asset Manager ein bisschen long gegangen, die haben für diesen Preisanstieg gesorgt. Und da sind auch hier die Dealer ein bisschen mit Short gegangen. Hier bewegt sich aber niemand. Hier bewegt sich niemand. Ganz wenig bewegen sich die Small Specs und sonst niemand. Und wir haben hier in den letzten Tagen hier von 19 auf fast 100 Punkte. Also ich finde das eigentlich recht faszinierend. Wir können ja mal studieren, dass immer so vorgekommen ist. Also ehrlich gesagt, finde ich da jetzt keine Parallele. Schaut mal, hier haben wir ganz klar, hier haben wir abgebaut, hier haben die Dealer sind mehr net long, hat alles gepasst. Aber hier guck mal, diese Bewegung, da ist gar nichts, gar nichts. Vielleicht hier ein bisschen, nur ein bisschen diese kleinen in Anführungszeichen, ob die das ausmachen, ja, das ist jetzt die Frage. Aber die großen Big Money hat sich nicht long positioniert. Das heißt, es könnte eine Divergenz sein, wie wir es ja schon mal hier hatten. Guck mal, wir hatten hier eine Divergenz. Hier hatten wir nochmal so einen richtigen Stoß nach oben von den Assets. Ja. Und dann hatten wir hier auch einen Preisanstieg, aber der war nicht von den großen, rührte nicht von den großen her. Ja. Das heißt, ganz wenig nur. Ja, das ist aber eine Divergenz von der Höhe her. Schaut mal. Preis-Action hier sehr hoch, sehr viele Net Longs. Hier nicht so viele Net Longs im Verhältnis. Preis-Action aber fast auf dem gleichen Niveau. Ja, also das ist hier kein bullischer Move bis jetzt. Sehe ich so. Wohingegen jetzt beim Dow Jones habe ich gesehen, da sieht man, ja, dass hier ein bisschen Bewegung ist. Also ein bisschen haben die Assets hier. Ja, vielleicht auch nicht ganz, na, ein bisschen, na, eigentlich auch nicht so, vielleicht doch ein bisschen hier. Hier haben die Leverage Funds ein bisschen zugeschlagen, aber es ist trotzdem keine richtige, eine ganz schwache Bewegung der Assets. Das sind ein bisschen reingegangen, aber guck mal im Verhältnis. Die Leveraged sind immer noch negativ, guck mal, wie sie da waren. Ja, im Verhältnis machen wir mal 10 Jahre. Schaut mal, wie die hier positioniert waren, wo die jetzt hier sind, die Leverage Funds, ja. Und hier auch die Dealer auch im Bereich Net Long. Also das ist hier keine derart bullische Bewegung, wie zum Beispiel, wie würde es denn aussehen, wenn es denn bullisch wäre? Guck mal hier. Die bauen ihre Net Longs auf, ja, und die Dealer bauen ihre Net Shorts auf. Und es sind so ein, zwei, 3 Wochen Bewegungen, die dann auseinanderklaffen. Und dann hast du danach sowas. Okay? Hier klafft noch gar nichts auf, aber du hast einen großen Preisanstieg. Also überleg doch mal, das sind fast schon, ich meine auch 100, ne? 1000, ne? 1000 Punkte. Ja, quasi. Aber da ist keiner so richtig zuständig, sage ich mal, ja? Und hier hast du wenigstens auch einen Grund gehabt, obwohl komischerweise der Preisanstieg hier auch nicht so dolle war. Ja? Und hier hast du zum Beispiel Bewegung gehabt. Ja, hier hast du keine. Also das ist eigentlich ein Bär. Das ist eigentlich eine Divergenz, die daraus schließen lässt, dass die Großen sich noch nicht positionieren. Im Nasdaq hier auch. Guck mal, da tut sich noch nichts.
damit es ein Bulle wird, müssen wir hier, die Dealer müssen mehr net short gehen und hier muss man ein bisschen net long gehen. Schauen wir mal die Historie an. Brauchen immer Bezugspunkte, haben wir ja gelernt im Webinar. Hier, das sind wir noch ganz weit entfernt. Ja, für eine Horse sind jetzt hier in diesem Bereich, wo sich jetzt entscheidet, in welche Richtung geht's. Und schaut mal her, wenn es die Sell-Side hier nochmal net long geht. Hier sind sie noch nicht net long, aber wenn sie net long gehen, geht es weiter runter. Das heißt, die Frage wird jetzt sein, jetzt sind so alle in Lauerstellung. Kann auch natürlich zum Optionsverfall jetzt hin sein. Interessant wird es nach dem 18. März. Ja. Und wie gesagt, die Frage ist, ist das ein Bulle, werden sich viele fragen, geht es da weiter? Rein von den COD-Daten würde ich sagen, nein. Rein technisch im Daily würde ich sagen, nein. Welche Gründe nochmal? Schwacher Trend. Es ist zwar ein Crossing und man, das hat ja auch, wenn man das rein handeln würde, wenn wir hier long, hätten wir hier ein paar Punkte. Trading geht. Wenn man langfristig positioniert ist oder wenn man wissen will, wie langfristig der Markt geht, würde es wahrscheinlich erstmal leicht korrigieren, vielleicht eine Seitwärtszone oder wir gehen wieder Richtung Süden. Wenn der MACD eben so langsam hier dreht, also so schnell dreht er nicht, ich schätze mal so eine Woche, zwei, kann er hier rumdümpeln und dann wird es sich entscheiden. Ja. Ob dann DE minus, ob der Trend wichtig ist, zum Beispiel ob der Trend dann die 20er-Linie durchbricht, dann würde ein Bullmarkt entstehen, sage ich mal. Oder ob es DE minus, sprich dann abwärts, den Bären wieder gelingt, Oberhand zu gewinnen. Und wenn hier ein Crossing stattfindet, wieder um Daily, dann wird es ein schönes Short-Signal, was ich eigentlich auch erwarte. Warum erwarte ich das? Ich sehe es auch rein optionsmäßig. Sehe ich das eigentlich ähnlich. Jetzt diskutieren wir mal kurz die Optionen. Ja. Ich mache die ES-Optionen, das sind also die Futures auf den kleinen, das ist der kleine S&P Mini, ja, und das sind die, ich mache mal die wir machen die großen Optionen, die sagen mir aber nichts, das heißt, bis zu diesem Verfall am 18. wird höchstwahrscheinlich nicht viel passieren, sowieso, mich interessiert danach, ja, sagen wir einen Monat später danach schaue ich mir so die Open Interest an, was eigentlich so die Marktteilnehmer so ein bisschen erwarten. Und schaut mal her, jetzt sind wir bei 2000, da haben wir die größte Open Interest hier. Ja. Das heißt, alle größeren Wolken, die sind auch selbstverständlich, das ist ja alles Hedge, sind hier. Ja. Aber wir kommen hier schon wieder in deutliche Zahlen. Was mich nur stutzig macht als Options-Open Interest-Leser, ich erwarte hier, wenn wir einen bullischen Markt hätten oder die Marktteilnehmer sich bullisch positionieren, würden hier mehr Open Interest in diesem Put-Bereich auftauchen. Guck mal. Guck doch einfach mal, wie es am 18. ist. Nur, dass ihr mal so eine kleine Vorstellung habt, ja, wie sowas dann aussieht. Vergisst aber jetzt diese Zahlen, die verwirren dann nur. Das sind gehatchte Sachen. Ja, der wird nicht 130 Punkte machen in 2-3 Tagen. Das wird dann nicht. Aber interessant ist die Region, wo wir sind, und dann sehen wir, das sind halt eben auch bestimmte Positionen, weil hier schon viele im Geld sind. Dann sind auch entsprechende Hedging-Aktivitäten höchstwahrscheinlich unterwegs. Ja. Aber ihr seht, auch hier haben wir eine große Zahl. Ja. Und hier gehen jetzt schon wieder sehr, sehr, sehr viele ins Geld, kurz vor Verfall. Ja, und das wird natürlich immer sehr gerne ausgereizt. Mich würde es nicht wundern, wenn wir bis Dienstag, warum bis Dienstag? Weil da der VIX, der monatliche VIX, die Optionen verfallen. Ich kann das nochmal zeigen. Und es gibt zwar auch wöchentliche VIX, aber trotzdem sind die von der Liquidität her, ist in den monatlichen doch ein bisschen bedeutender geworden. Ja. Und da seht ihr enorm große Zahlen. Ja. Das heißt, sehr, sehr oft beim Verfall des VIX, also March 15, 15. März, verfallen die, aber gesettelt wird am Mittwoch um 15.30 Uhr. Das heißt, da kann schon ein bisschen was passieren, aber erwarte ich immer noch keine großen Bewegungen. Meistens immer so Mittwochnachmittags geht es dann, wenn schon los, wenn es denn bärisch sein soll oder leicht korrigiert. Warum ist es so? Guck mal hier in dem Put-Bereich hast du ganz kleine Zahlen, ja, weil keiner hedgt sich sozusagen, ne, sag ich mal, mit Puts bei den VIX-Optionen, sondern im Gegenteil,
Man kauft Call-Optionen. Warum kauft man Call-Optionen? Weil man natürlich, wenn der VIX steigt, der Markt fällt. Ja? Und das heißt, du kaufst dir hier billig für $100 eine VIX-Option und schützt dich dadurch. Das kann man mathematisch sicherlich ein bisschen berechnen, ist aber ein bisschen schwieriger. Du hedgst dich halbwegs, ja, sag ich mal, je nachdem, wie groß dein Portfolio ist, gegen eine sozusagen große Bewegung nach unten, weil die würden dann teurer. So, und jetzt hast du hier, und das sind jetzt zum Beispiel $10. Ja. Das heißt, 208.000 mal $10 nur sind, wie viel? Ja, 2 Millionen. Und das nur, wenn er jetzt nur einen Punkt macht. Das heißt, wenn der VIX jetzt, sage ich mal, eine Dollarbewegung macht, ja, dann sind es ja 100 Punkte. Da kannst du dir ja vorstellen, wie viel Geld hier auf dem Spiel wäre, wenn der VIX bei Verfall jetzt, ja, in die Höhe schießen würde. Dann kannst du selber hochrechnen. Dann kannst du hochrechnen, zum Beispiel hier nur, wenn er über 23 landet oder noch höher, wird ja jeder Dollar, jeder Punkt 100 Dollar, 100 mal 208.000. Ja, 208.000 mal 10 sind schon 2 Millionen, sind 20 Millionen. 20 Millionen würden ins Geld laufen, hier nochmal. Ne? Also, und dann multipliziert, also summiert sich das ja. Das heißt, wenn der nochmal $10 rauf geht, dann summieren sich ja alle nochmal. Ja, da kommt es auf eine Zahl, die sehr groß ist, wohingegen hier wenige Puts aus dem Geld laufen. Das heißt, das ist der Grund. Das müsst ihr immer verstehen. Müsst ihr euch immer vormerken, wann die großen monatlichen Verfallstage beim VIX ist. Und da könnt ihr davon ausgehen, dass einen, zwei Tage vorher die Volatilität ein bisschen nachlässt. Egal wo wir sind mit der Vola, es wird kein Spike stattfinden. Im Gegenteil, ihr könnt euch dann darauf einrichten, dass wenn irgendwas passiert, meistens mittwochs ab 15:30 Uhr, weil auch die wollen nicht, vielleicht mal ein bisschen kann schon runtergehen manchmal. Aber so ein Gesamtcrash wird nicht vor Mittwoch, ja, und der Beweis, das habe ich auch schon oft in meinen Videos, den Beweis habe ich hier geliefert in meinen Diskussionen, weil hier war, glaube ich, hier oder hier war der VIX-Optionsverfall und danach ging es los. Wenn das nach diesem VIX-Verfall losgegangen wäre, dann wäre höchstwahrscheinlich irgendein Market Maker, der diese VIX-Option verkauft, ja, als Verkäufer, pleite höchstwahrscheinlich bei diesem VIX. Das war ja ein VIX von, wir können hier da mal reinmachen, Moment. Ja, schaut mal her, da waren wir ja tagsüber bei 50, sagen wir mal 2, 3 Tagen. Jetzt machen wir nur mal, versteht, ich mache das extra ausführlich, weil ich jetzt euch mal ein Gehirn waschen will, dass das die Märkte bewegt und nicht irgendwelche Charttechnik oder irgendwas. Ja, viele, die meinen Kanal kennen, wissen das schon. Die neu sind, das bewegt die Märkte. Ja. Diese VIX und diese ganze, guck mal, angenommen, wir würden jetzt beim Verfall oder während oder 2 Tage vor dem Verfall einen Spike haben bis 50. Guck dir das mal an. Ja, ich habe gar nicht alle drin. Irgendwie ist das System heute nicht so. Guck dir mal diese Zahlen an. Ja, das kannst du ja, kannst du mal, ich könnte dir mal einen Spaß machen und die alle zusammenrechnen. 300.000, 100.000. Also, wenn das Goldman Sachs verkaufen würde als Market Maker oder egal wer, weil einer muss sie ja verkaufen. Ja, wer verkauft denn VIX-Optionen? Das ist ja das Problem. Meistens kaufen die Leute ja zum Hedgen. Und die sie verkaufen, naja, wenn sie sie verkaufen, dann natürlich, wenn als der VIX natürlich jetzt gestiegen ist. Aber sag mal, der kleine Mann, die kleinen Zahlen, das sind nicht kleine Leute, das sind halt Institutionelle. Ja, und meistens Market Maker. Und die verkaufen diese Optionen, diese VIX-Optionen. Das heißt, bei Verfall ist das Risiko am größten, weil du ja keinen Zeitwert mehr hast. Das heißt, diese $5. Ja, die du für $5 kaufen kannst und das Ding schießt in die Höhe, da kannst du mit $5, ich weiß nicht was, ne, 250, 200 mehr, $2.000 machen. Ja. Aber die müssen das bezahlen. Ja, wir reden hier wahrscheinlich schon von Milliarden, die hier verloren gehen. Und das ist der Grund, warum dieser VIX-Optionsverfalltag der Optionen wichtig in eurem Kalender einzutragen ist. Das ist so. Das könnt ihr auch nachverfolgen. Wenn ihr seht, ich habe das mal gemacht, ich habe leider dieses Chart verloren in meinem Computer, irgendwie ist es nicht richtig gespeichert worden. Ich habe herausgefunden, dass immer nach diesem Spike irgendwo
Settlement immer, als er dann runtergekommen ist, dann ist er wieder hoch. Immer, da war irgendwo immer Settlement, so tief wie wir nur konnte dann in dem Moment. Also wenn wir jetzt ein bisschen höher sind, hat er versucht, dort irgendwo zu settlen. Ja, und er ist dann wieder hoch. Hier wieder, er wird nicht spiken vor dem Verfall. Danach, also wir könnten hier, das ist meine Meinung, die 15 werden mir ankratzen oder die 14, 15, ganz kurzfristig, ist meine Meinung. Aber dann ist vorbei erstmal. Weil das war der Bullenmarkt. Da waren wir bei 12, das wird höchstwahrscheinlich nicht kommen. Sondern wenn, ist bei 15 Sense, sprich 14,5 muss Sense sein. Dann hat der Markt auch keine Luft mehr, jetzt eine Rallye zu machen nach diesem Ding. Ja, sondern der, da ist die Vola sehr schwach gewesen in den Jahren. Und hast du gesehen, hier ist es dann, das, also wenn er da Optionen verkauft hätte beim WIX, wäre das nicht so klug gewesen, ne? Versteht ihr? So, jetzt sind wir natürlich in eine höhere Ebene gekommen. Das ist so leichte Bärenmarktdynamik. Und da erwarte ich jetzt hier keinen WIX von 11. Ja? Das heißt, da bräuchte man nochmal einen 100-Punkte-Move. Also wenn bei 15, dann sollte er erstmal ein bisschen Luft nehmen. So, und das ist der Grund. Das ist vielleicht auch der Grund, warum die das machen wir vielleicht nochmal den S&P ein bisschen ausführlicher. Aber ich glaube, ich finde es spannend, weil ich glaube, wir sind wieder kurz vor einer großen Marktentscheidung. Hier tut sich nichts, gar nichts. Ja, das heißt, ich würde erwarten, hier Net Shorts, Dealer, mehr Net Short und Assets und Leverage so ein bisschen mehr Long. Ja, so. Und dann hättest du das gerechtfertigt, dass wir nach oben marschieren. Ja. Okay, das mal zum S&P, ein bisschen Nasdaq, ein bisschen Dow. Interessant sind auch hier die Optionen des SPX-Index. Ja, das ist der große Index. Der bezieht sich jetzt auf den Index. Das sind Cash-Optionen. Ja, die kann man natürlich auch handeln. Ja. Und da sieht man auch beim Bereich 2000 große Zahlen. 105.000 bei den Puts und 125.000 bei den Calls. Und siehe da, das ist der Zeitwert, sprich Zeit und innerer Wert dieser Option. Das ist jetzt ungefähr bei 29. Und wo sind wir gelandet? Bei 21. Ja, das bedeutet, wir haben ungefähr noch 8 Dollar Zeitwert. Am Montag noch ein bisschen weniger. Und dann wird es für diese 125.000 Optionsschreiber eng. Warum? Weil dann haben sie keinen Schutz mehr, sozusagen. Ja. Weil dann ab 25 circa wird es dann anfangen, wenn der S&P weiter steigt, müssen die sich entsprechend positionieren, eventuell in S&P Long gehen oder andere Optionen kaufen. Aber das ist eine enorm große Zahl und die kriegst du auch nicht in einem Tag los. Ja, du siehst Volumen so 10, 12, 17.000. Das heißt, um da rauszukommen, kannst du nur über den Markt. Hingegen gehen die schon langsam aus dem Geld. So, und sehr oft habe ich es beobachtet, es muss nicht immer sein, aber sehr, sehr oft, gerade solche großen, dominanten Zahlen, 2000, 2100. Mich würde es nicht wundern, bis wir zum WIX-Verfall gesprochen, dass wir da beim WIX tiefer bleiben. WIX tiefer heißt S&P höher. Ja. Dann lass uns mal diesen Verfall mal abschließen. Ja. In diesen 2-3 Tagen werden diese Optionen natürlich wertloser. Ja, die werden jeden Tag verlieren die an Wert. Höchstwahrscheinlich könnten dann die Marktteilnehmer und werden das auch tun, ihre größeren Positionen zum Großteil hier schließen. Ja. Und dann könnte man aus diesem Call-Bereich, wo wir jetzt schon drin sind, auch bei den 2000 langsam wieder runterkommen. So dass hier vielleicht doch ein Settlement-Bereich zum 17. März stattfindet. Ja, also das vermute ich schon recht stark, dass das, wie gesagt, die Schmerzgrenze, jetzt sind wir genau an der Schmerzgrenze, deswegen auch genau dieser Punkt. Das ist eigentlich fast schon beängstigend, mit welcher Präzision hier gehandhabt wird. Ja. Und vielleicht haben die auch schon teilweise hier diese 2000er geschlossen, als wir unten waren. Die letzten Tage waren wir ja ein, zwei Wochen vorher ein bisschen tiefer. Ja. Jetzt geht es wieder höher. Ja. Aber wir sollten nicht mehr als diese 30, 2030 im S&P, sprich DAX,
9,8, 9,9 und guck mal jetzt den DAX an. Jetzt pass mal auf. Da haben wir natürlich am 24. März, nein, haben wir nicht. Das ist der 18. März. Ja, da haben wir den großen Quartalsverfall. Das ist ein großer Verfallstag. Und da haben wir hier auch größere Positionen. Das heißt, wir sind mit dem Putz ein bisschen im Geld. 80 Punkte hier, normale Zahlen eigentlich für Putzverhältnisse. Aber hier haben wir schon größere Bereiche jetzt auch schon im Geld. Das heißt, große Hürden werden sein. So 9, 8, 10 sind ganz große Blockaden. Guckt nicht immer so auf die Puts. Wie gesagt, die werden generell mehr gekauft. Man muss ein Ratio bilden. Das kann man sich mathematisch durch Erfahrungswerte errechnen. Indem ihr könnt ihr alle Open Interest mal zusammenrechnen und schauen, wo halt dieser Punkt ist, der wo am wenigsten Schmerzen den Optionsschreibern zubereitet sozusagen oder den größten Schmerz für die Optionskäufer. So oben kann man das auch drehen. Und da muss man aber, und das wird nie aufgehen, aufgrund der Tatsache, dass halt natürlich viele Puts schon einkalkuliert sind. Das heißt, da muss man so ein Ratio bilden, wo man dann eine bestimmte Summe nochmal abzieht und dann den Punkt vielleicht ein bisschen tiefer legt. Ja, meistens ist er immer ein bisschen tiefer, als was diese Gesamtzahl da, naja, was da zusammenkommt. Und vor allem, es ändert sich auch noch täglich. Das ist manchmal noch schwierig. Aber ich glaube, deutlich gesagt zu haben, dass wir die 9, 8, die 10 haben, ja, die erstmal überwinden werden müssen. Ja. Und hier vor allem, dass du, also ich sag mal, ein Bereich, was realistisch sein könnte, wäre dieser Bereich. Da irgendwo könnte man realistisch so. Jetzt habe ich mich interessiert, aber jetzt diese großen Zahlen sind ein bisschen schwerer zu analysieren als die Weeklies. Jetzt habe ich da Kleinigkeit entdeckt. Das muss nicht bed viel bedeuten. Es ist auch keine super große Zahl, aber vielleicht fängt es auch erst an. Das heißt, es werden jetzt Optionen geschrieben oder Open Interest gebildet, die jetzt gerade am Geld sind. Das wäre ein bärisches Zeichen. Leicht bärisch erstmal. Lass uns diese Woche verfolgen, was am 24. März hier im Optionsmarkt los ist. Und dann kann ich euch mit einer schon etwas konkreteren Sicherheit sagen, das ist nämlich sehr, sehr oft ein tolles Signal diese Woche nach dem großen Verfall, weil dann wird es wieder die Karten neu gemischt. Ja? Und da habe ich sehr oft ein, zwei Wochen danach wunderbare Signale gesehen, die dann wirklich sehr erfolgsversprechend sind. Ja, das ist aber noch zu früh. Wir brauchen noch größere Zahlen. Und dann schauen wir mal. Aber ich glaube, das ist eine wichtige Lektion hier auch bei der Diskussion, dass ihr auch versteht, warum bewegt sich der Markt so langsam. Und der Grund ist hier, weil diese 125.000 dann, sag ich mal, dagegen wirken erstmal. Und natürlich kommen dann noch immer 20.000 dazu. Jetzt sind wir jetzt schon fast bei 200.000, das sind wir schon im Geld, natürlich noch viel größere Summen, aber das gleicht sich so ein bisschen aus. Ich rede jetzt einfach nur um diesen Bereich. Ja, da gehen nicht so viele aus dem Geld. Ihr seht schon, es sind kleinere Zahlen, gehen hier aus dem Geld, aber größere Zahlen gehen ins Geld. Das mögen eigentlich die Optionsschreiber, die Market Maker nicht ganz so. Das mögen die nicht so. Weil dann kriegen die ein bisschen Kopfschmerzen, weil die verkaufen gerne Calls. Ja? Nur wenn der Markt dahin kommt, das drückt bei denen so ein bisschen jetzt langsam die Schuhe. Und dann kommen die wahrscheinlich zu einem Punkt, wo und das hat diese Erklärung, warum der Markt manchmal, versteht ihr? Wo haben wir es denn? Nein, hier haben wir es, das ist der Wix. Warum der Markt manchmal etwas extremere Bewegung macht, weil es ist so eine Art. Eine Extremzeitalter, sage ich wirklich mal. Diese Extreme werden ja, das habt ihr wahrscheinlich alle schon gemerkt, immer wieder gerne mehr ausgereizt, mehr denn je. Eigentlich wäre das vielleicht hier eine schöne Korrektur geworden, aber hier wurde das wirklich ausgereizt. Wahrscheinlich mussten dann einige Short, die hier Short waren im S&P, auch beim 2000er-Bereich, sind dann eher long gegangen, um sich zu schützen. Und das ist der Grund. Das ist jetzt nicht der Grund, dass viele Bullen hier kommen. Und jetzt ein Bullenmarkt entsteht, sondern das sind eher Positionen, die vielleicht, und jetzt habe ich vielleicht auch eine Erklärung gefunden, die vielleicht, jetzt passt mal auf, die vielleicht erklären, warum hier keine Bewegung ist, aber der Preis so ein bisschen angezogen hat.
Das mag eben sein, dass das eigentlich so eine Art nur Umverteilung bei den Großen ist, die netto, ja, die netto gesehen keine Veränderung zeigt, aber einfach nur intern aufgrund der Optionen, weil es ist dann auch, die Optionen sind da auch drin, ja, vielleicht eher im Future sich sichtbar ist, als jetzt bei den Optionen. Das ist ein bisschen kompliziert zu erklären, aber das könnte ich mir als Erklärungsgrund nehmen, weil ich hier, wie gesagt, keine Positionierung sehe, die diesen Preisanstieg, guck mal, das ist Wahnsinn, guck mal, 18, das sind fast 260 Punkte, aber ich sehe hier keinen nennenswerten Aufbau. Ihr seid Zeuge, guck mal, hier wenigstens wurde hier ein bisschen aufgebaut bei diesem Move, okay, da seid ihr einverstanden. Hier wurde auch ein bisschen, ne, bei diesem Move aufgebaut, ja, aber bei diesen schon wieder nicht mehr. Schaut mal, und das war diese Divergenz damals. Das war diese Divergenz. Guck mal, die haben sogar noch abgebaut. Und dann kam eben das Zeitverzögert. Das heißt, COT, nochmal großes, dickes Blatt Papier auf dem PC, ist kein Timing-Tool. Aber es sagt uns jetzt, dass hier langsam so ein Bereich kommt, wo es dünn wird. Das Eis wird hier richtig dünn. Ja, sage ich mal, für den Bullenmarkt. Ist recht dünn. Ja. Und man muss immer wieder ein Auge haben, aber wir haben hier eine Divergenz. Das ist für mich eine Divergenz, so ähnlich wie hier. Ja? Der Preisanstieg kommt nicht aus diesem Bereich, aus dem kleinen sowieso nicht. Also wenn ein bisschen, aber ich finde, das muss ich auch, bin ich auch so ein bisschen ratlos fast schon, ein bisschen, dass so ein gigantischer Preisanstieg hier keine nennenswerte Positionsaufbau. Geschichten. Es sei denn eigentlich schon, okay, vielleicht eher schon die Net Short, die Dealer, die ihre Long-Position aufbauen. Das heißt, ihr könnt jetzt feststellen, das ist faszinierend, finde ich, dass höchstwahrscheinlich die Open Interest, die hier stattgefunden hat, aufgrund die Dealer dominieren, sprich eigentlich die Sell Side, sprich, es ist immer noch bärisch. Ja. Auch hier beim S&P 500 E-Mini, schaut mal, hier haben wir die neuesten Positionen, wie gesagt, vom 8.3. Schaut mal, guck mal, die Assets gehen sogar noch wieder nicht, haben ihre Net Long abgebaut. Hier die Other Reportables gar nichts, Leverage Funds haben ihr auch ihre Netto-Long-Position abgebaut. Das Einzige, wer die Netto-Long-Position hier aufgebaut hat, sind die Dealers, die Sell-Side of the Market. Und da wissen wir ja seit August, wenn die mehr Net-Long gehen, heißt das für den Markt bärisch. Das heißt, das ist kein bullischer Move. Ich kann hier keinen bullischen Move entdecken, ja, der das jetzt gerechtfertigt. Sondern eher sehe ich uns hier unten. Ja. Noch einmal, wir brauchen für einen bullischen Move hätte ich erwartet, dass die Dealer Intermediary in den Net Short Bereich reingehen. Ja, die gehen in den Net Short Bereich rein und hier zum Beispiel die Assets, ja, und Leverage Funds oder so würden hier nochmal long gehen. Das wäre ein bärischer Move. Das ist kein bärischer Move.